Die beiden erfolgreichsten Gacha-Games aktuell sind Honkai Star Rail und Genshin Impact. Also wirklich mit Abstand weltweit die größten Player auf dem Gebiet. Und irgendwie kriegt HoYoVerse den Hals nicht voll, denn diese Woche geht ein drittes, sehr ambitioniertes HoYoVerse-Game an den Start. Und zwar ist das Zenless Zone Zero. Ich habe mir überlegt, dass es mal Zeit ist, dass wir mal über Zenless Zone Zero sprechen. Gerade mit dem Blick halt auf den bevorstehenden Release. Ich möchte euch mal so meine Meinung zu dem Game schildern, wie ich dazu stehe und ob es für mich ein Skip ist oder ob ich mal reingehen werde. Davon komplett unabhängig. Auf unserem Community Discord haben wir einen eigenen Bereich für Zenless Zone Zero. Das heißt, wenn du schon auf dem Server bist, dann schnapp dir doch die Zenless Zone Zero Rolle, damit du mit den anderen Leuten dich austauschen kannst, die sich halt in das Game stürzen werden. Und selbst wenn du noch nicht auf dem Server bist, einen Link findest du in der Beschreibung dieses Videos oder halt im angepinnten Kommentar dieses Videos. Komm gerne dazu, schnapp dir die Zenless Zone Zero Rolle und dann wünsche ich dir sehr viel Spaß mit dem Game bei uns in der Community. Also einfach mal vorweg, Zenless Zone Zero ist ebenfalls ein Gacha-Game aus dem Hause HoYoVerse, wie bereits erwähnt, und ist mehr so auf Kampf spezialisiert oder halt wirklich fokussiert. Es hat keine Open World, es hat auch nicht das Level-Design eines Honkai Star Rails, was so Schlauchlevel hat und so weiter. Darauf verzichtet das Game. Was mir sehr gut gefallen hat an dem Spiel, war definitiv die Grafik. Also HoYoVerse hat mal wieder gezeigt, was sie wirklich alles dazugelernt haben in den letzten Jahren. Grafisch, Animationen, das ist super smooth alles. Die ganzen Effekte, das sieht schon echt grandios aus, muss man sagen. Für ein, ja, sagen wir es wie es ist eigentlich ein Mobile-Game. Es sind etliche Charaktere im Spiel, die mir vom Design wirklich sehr gut gefallen. Auch so das Setting und so diese funky Music finde ich persönlich zumindest ganz cool. Kann aber verstehen, wenn einige Leute nicht so richtig was damit anfangen können. Das Game bietet eine wirklich tolle Funktion, die man sich in vielen anderen HoYoVerse-Games wünscht. Und zwar ist es der Skip-Button. Das Game hat für die Story, für Quests, Dialoge und so weiter. Es gibt einen Skip-Button, den ihr betätigen könnt, um halt Gespräche zu überspringen. Das ist natürlich für viele von uns etwas sehr, sehr Gutes. Wenn du dann wirklich mal die Story dir gönnen solltest und nicht alles wegskippst, dann wird dir schnell auffallen, dass die Hauptcharaktere ebenfalls vertont sind, was nice ist. Das trägt zur Stimmung im Game bei. Es trägt auch dazu bei, dass man sich ein bisschen mehr mit dem Main-Char irgendwie auseinandersetzt oder identifiziert und dass er halt irgendwie eine größere Rolle in dem Game spielt. Das finde ich persönlich wirklich, das muss man hervorheben, weil das toll ist. Give me a sec. Yeah, in the Janus Quarter. They say it's already breached the level 3 controls. Yeah. Public Security were conducting a manhunt over there today. Nichtsdestotrotz, diese ganzen Sachen einfach mal beiseite gestellt, das mit Abstand Beste an dem Game ist, finde ich schon, das Kampfsystem, denn es ist sehr actionlastig, es ist schnell, es ist sehr wirklich responsive, sagt man glaube ich dazu, also das heißt, du drückst einen Knopf und diese Dinge passieren auch, dadurch, wie gesagt, wirkt es halt noch schneller, es ist nicht clunky, wie gesagt, tolle Animationen, diese ganzen Combo-Möglichkeiten, beziehungsweise sieht halt cool aus, wenn man von Char zu Char wechselt, auch wenn es dann auch so einen anderen Aspekt gibt, aber darüber reden wir gleich. Also grundsätzlich wirklich der Hauptfokus dieses Spiels ist es, Dinge zu verkloppen und ich glaube, da hat HoYoVerse es auf jeden Fall geschafft, es schon sehr, sehr cool zu präsentieren und in Szene zu setzen. Wichtig ist natürlich nochmal zu sagen, all das, was ich mit dem Game bisher erfahren habe, was ich gesehen habe, was ich gespielt habe, die Erfahrung, die ich gesammelt habe, ist natürlich nicht basierend auf der Haupt- oder halt der Vollversion, sondern halt nur CBT1, CBT2, also wirklich die zurückliegenden Betas, wo ich Zugang zu hatte, das alles basierend darauf. Natürlich kann sich von der letzten Beta, wo sich auch zwischen Beta 1 und 2 schon einiges verändert hat, was auch nicht schlecht war, aber es war jetzt nicht so keine massive Veränderung, aber es waren gute Veränderungen, können sich natürlich noch weitere Veränderungen ergeben haben von der letzten CBT jetzt zur Vollversion. Also da immer natürlich ein bisschen Vorsicht geboten bei dem, was ich hier so erzähle, weil ne, ich kann halt nur von dem erzählen, was ich natürlich weiß und was ich erlebt habe. Denn ich würde ganz gerne auch über die Dinge sprechen, die mir an dem Spiel nicht so gut gefallen haben und wichtig, auch hier kurzer Disclaimer, es ist kein Bashing, ich möchte das Game nicht bashen, was auch immer ich jetzt hier gleich erzählen werde, es ist, ich möchte es niemandem madig reden, das Game. Wenn es nach mir geht, wird es ein absolut grandioses Game. Ihr habt alle massiv viel Spaß damit. Und wenn ihr irgendwann keinen Spaß mehr habt, ja, dann spielt einfach irgendwas anderes, ja. Also, ich finde es halt immer drastisch, wie man es auch manchmal im Internet sieht, so von wegen, oh, ich habe voll Spaß mit dem Game. Wie kannst du denn damit Spaß haben? Das ist wirklich überhaupt nicht meine Intention oder mein Ziel. Ich möchte hier eigentlich nur meine Meinung wiedergeben. Also, was hat mir nicht so an dem Game gefallen? Da war ein Aspekt, der sich auch so rund um den Main-Charakter drehte. Und zwar ist der Main-Charakter an sich
sich ein reiner Lobby-Charakter, so nenne ich ihn einfach mal. Denn Zelda Zone Zero kommt so schon eher wie ein Mobile-Game wirklich daher, so von dem Hub, wo man sich bewegt. Und der Main-Charakter, mit dem rennt man halt in diesem Hub rum und der kämpft halt nicht. Das hat natürlich viel mit der Story zu tun, die man sehr schnell halt mitbekommt, wenn man in dem Spiel ist, dass es halt mehr so ein Operator ist, der dann halt, ich sag mal, die Teams in die Matrix führt, ja, so ums irgendwie so leicht es geht zu erklären. Und dementsprechend ist der Hauptcharakter halt selber nicht spielbar, wenn es darum geht zu kämpfen und irgendwie Challenges halt wirklich zu schaffen im Spiel, was das Kampfsystem angeht. Man rennt mit ihm halt mehr, sag ich mal, durch die Welt. Warum habe ich Gänsefüßchen gemacht? Keine Ahnung. Die gehörten da nicht hin. Was damit einhergeht, ist, dass wenn ihr in der Welt mit dem Main-Char unterwegs seid, könnt ihr dort halt nicht den Charakter wechseln, dass ihr euch die gepulten Charaktere halt dazu nehmt und dass ihr mit denen durch die Welt läuft oder durch die Stadt, durch den Hub und so weiter. Das fand ich ein bisschen schade, sodass ihr halt Charaktere pullt und die einzige Chance, diese Charaktere zu sehen, ist entweder im Menü oder halt, wenn ihr dann halt kämpfen geht, da seht ihr die Charaktere dann. Das fand ich sehr, sehr schade, wirklich. Vielleicht ändern die das aber auch in Zukunft. Vielleicht ist es in der Vollversion schon anders. Ich habe noch keine Anzeichen dafür gesehen, aber vielleicht kommt das in Zukunft, dass ihr einfach im Hub sagen könnt, ihr wechselt einfach vom Main-Char auf einen eurer gepulten Charaktere. Ging bisher aber halt nie. Das fand ich ein bisschen sehr schade. Jetzt könnte man natürlich meinen, ja okay, aber was ist daran so schlimm? Dann gehst du halt die ganze Zeit kämpfen und dann siehst du deine gepulten Chars und ja, kack mal auf den Main-Char. Da liegt für mich persönlich das größte Problem mit Zenless on Zero. Denn dieses Spiel hat einen Erkundungsmodus, so nenne ich ihn mal, der nichts mit euren Charakteren zu tun hat, der sich praktisch im Cyberspace abspielt. Das ist der sogenannte TV-Modus, so nennt ihn wirklich jede Person. Und was ich halt sehr komisch fand, war, dass beim Preview-Stream zu Zenless on Zero HoYoVerse nicht ein einziges Wort zu diesem TV-Modus verloren hat. Dieser Modus war sehr präsent in der ersten CBT. In der zweiten war er auch noch da. Sie haben ein paar Dinge verändert, sodass man schneller durch den Modus kam, weil das mit Abstand wirklich die meiste Kritik zu diesem Spiel gab. Gab es zu diesem TV-Modus, dass man da zu lange drin war, dass der zu langweilig ist, eintönig. Das macht einfach gar keinen Spaß. Deswegen, ich bin sehr gespannt auf den 4. Juli, ob der TV-Modus noch im Spiel ist. Ich gehe davon aus, weil es war eine Kernmechanik des Spiels. Und wenn er noch drin ist, selbst wenn es weniger ist als auch in der ersten CBT und er immer noch im Spiel ist und er dazu gehört, dass ihr praktisch jeden Tag, vielleicht auch wenn ihr Dailies macht oder allgemein jetzt wirklich im Progress, die ersten Wochen, der erste Monat, die ersten zwei Monate, ihr immer wieder in diesen Modus müsst, ist das für mich persönlich wirklich ein Grund zu sagen, das Spiel gefällt mir nicht, weil dieser Modus war langweilig bis zum geht nicht mehr. Und auch jetzt als Beispiel für Streams, es war nicht ansehnlich, meiner Meinung nach. Also selbst wenn der Modus nur so 20 oder 30% des gesamten Spiels ausmacht und zum Beispiel in der ersten CBT wirkt es noch so, als wären es 50 oder 60%, selbst wenn es 20 oder 30 sind, es tut mir leid, es sind das immer noch 20 oder 30% zu viel, die dieser Modus im Spiel ist. Meine Meinung. Vielleicht gibt es in der Vollversion ja mehrere Punkte, womit man erkunden kann, ja. Vielleicht bauen sie ja noch mehr so kleinere Level irgendwie ein, dass man dort ein bisschen Erkundung hat. Aber aus den CBTs, was ich mitgenommen habe, ist die einzige Erkundung im Spiel, war der TV-Modus. Und das war ein riesiger Minuspunkt. Was mir auch nicht so gefallen hat, das ist natürlich absolute Geschmackssache. Fans von euch, von Persona, die werden das eher cool finden. Und das Game hat einen ultra krassen Persona-Touch, das muss man schon dazu sagen. Und dazu kommt auch noch folgendes System, und zwar es gibt eine Art Freundschaftssystem zu den NPCs. Es gibt Quests, die ihr für die NPCs oder mit den NPCs machen könnt, so ein bisschen Hangout-mäßig. Führte halt dazu, dass es gewisse Events nicht, aber halt Quests gibt mit den NPCs für Freundschaft, die nur zu bestimmten Tageszeiten ausgeführt werden konnten. Und so habe ich mich halt dabei erwischt, nicht so richtig zu verstehen. Wie gesagt, kann komplett an mir liegen. Aber ich wollte Questen, so Sidequests machen und die waren irgendwie blockiert von der Tageszeit und irgendwie fand ich das zu dem Zeitpunkt nicht so geil, weil ich auch nicht einfach sagen konnte, okay, ich möchte jetzt aber die Tageszeit haben oder so. Ich hatte dafür keine Option. Auch da einfach nur kann CBT sein, könnte sich jetzt in der Vollversion ändern, aber das hat sich für mich wieder so ein bisschen sperrig angeführt. Und es gibt auch eine Sache am Kampfsystem, die mich persönlich gestört hat. Auch hier, das kann einfach nur daran liegen, dass ich glaube, ich war Level 30, 31 in der ersten CBT. Das kann sich jetzt natürlich in der Vollversion ganz anders anfühlen. Dementsprechend gebe da vielleicht nicht, oder gebe ich persönlich auch nicht so ein riesiges Gewicht da drauf, weil ich hoffe, HoYoVerse hat dran gearbeitet. Aber die Charaktere haben sich teilweise viel zu ähnlich.
ähnlich gespielt von den Knöpfen, die man drücken musste. Also es fühlte sich genau gleich an, ob ich jetzt Charakter A, B oder C aufs Feld geholt habe. Das war alles schon sehr, sehr ähnlich, auch einfach nur von der Reihenfolge, wie ich Skills getriggert habe und so weiter. Da hat sich wirklich, da hat für mich persönlich komplett die Abwechslung gefehlt. Auch da bin ich einfach mal gespannt, was ihr berichten werdet. Wenn das Game dann da ist, wie ihr das empfindet. Seht ihr es ähnlich oder merkt ihr schon ordentliche Änderungen? Was man halt sagen muss, ist, dass es in der ersten CBT noch kein Klassensystem gab. Das haben die in CBT 2 eingefügt. Das ist dann ähnlich wie Honkai Star Rail, dass es halt verschiedene Pfade gibt und die, es gibt auch so Waffen, die halt nur für bestimmte Pfade sind. Das heißt, jeder Charakter hat auch eine gewisse Rolle, sei es ein Damage Dealer, sei es ein Breaker, sei es ein Supporter. Das gab es in der ersten CBT nicht. Vielleicht tut sich das dadurch halt nochmal ein bisschen unterscheiden zu der ersten CBT. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall fühlte sich das Kampfsystem halt sehr spammy an, sehr Button-Smashing einfach nur und jetzt nicht so super fancy. Es kann natürlich sein, dass es im Endgame ganz anders wird. Viel, viel mehr Boss-Fight-Fokus. Man muss natürlich die Bosse breaken, man muss sie kontern. Das ist natürlich schon sehr cool. Fühlt sich auch mega nice an. Die Chars sollten sich dennoch schon gut unterscheiden voneinander. Vielleicht habt ihr es jetzt schon so ein bisschen rausgehört, wie so meine Stimmung oder Meinung zu dem Game ist, also zu Zenless Zone Zero. Natürlich könnte ich jetzt sagen, rein aus Creator-Sicht würde wirklich dieses Spiel zu 100% Sinn machen, da reinzugehen. Es würde Sinn machen, Content dazu auf YouTube zu machen. Es würde Sinn machen, dazu Content auf Twitch zu machen, weil ich dadurch Kanalwachstum, ich bin mir ziemlich sicher, erreichen würde. Ich würde viele Leute aus dieser Gacha-Szene in Deutschland erreichen mit Content zu Zenless Zone Zero. Nichtsdestotrotz entscheide ich mich dagegen, das Game zu covern, denn der größte Minuspunkt ist, es ist schon wieder ein Gacha-Game. Und allein unter dem Aspekt ist Zenless Zone Zero für mich ein Hard-Skip, auch wenn es für mich als Creator zu 100% Sinn machen würde. Aber seien wir ehrlich, ich lebe nicht von der Content-Creation und deswegen muss ich nun mal Abstriche machen. Interessanterweise sehen das viele von euch aber genauso. Ich habe eine Umfrage auf YouTube gemacht vor wenigen Tagen und das Ergebnis ist doch sehr, sehr eindeutig, denn 64%, 65, keine Ahnung, was auch immer YouTube da irgendwie auf- oder abrundet, aber so 64-65% sagen, das ist für mich ein Skip. Euch interessiert Zenless Zone Zero noch nicht mal. Einige werden, nachdem sie es gesehen haben, sicherlich nochmal reingehen und was ja auch absolut nicht schlimm ist. Wie gesagt, wir alle sind immer auf der Suche nach coolen Games, die uns Spaß machen, die uns vom Alltag ablenken und natürlich kann Zenless Zone Zero so ein Game sein. Für mich aktuell, aber halt eben nicht. Es hat schon einen Grund, dass ich euch eingangs zum Video diese Verkaufszahlen oder halt diese Umsätze gezeigt habe von Genshin Impact und von Honkai Star Rail, weil ich persönlich dann doch ein bisschen enttäuscht bin von HoYoVerse und ja, natürlich ist es auch total dumm, denn aus Business-Sicht gehe ich mit ihnen zu 100% d'accord und weiß, die machen alles richtig. Also wenn es ums Finanzielle geht, ist HoYoVerse einfach nur super, super, super smart. Und es ist einfach schlau, noch ein Gacha und noch ein Gacha und noch ein Gacha rauszubringen. Ich hätte mir aber wirklich endlich mal was anderes gewünscht von HoYoVerse. Es gibt aktuell sogar Gerüchte, dass sie irgendwie an einem Animal Crossing Gacha arbeiten, weil man merkt halt irgendwie, dass sie sich wirklich, sie sagen, wir holen uns ein Open World Gacha, wir holen uns ein Turn-Based Gacha, wir holen uns ein Kampfsystem Gacha, wir holen uns ein Cozy Gacha, wie so Animal Crossing als Beispiel. Es würde komplett Sinn machen. Ich weiß, es ist nicht offiziell, aber alleine nur von der Strategie, wie sie vorgehen, macht das absolut Sinn, dass sie so diese ganzen tollen Genres abdecken, aber halt Gachas draus machen. Wie gesagt, aus Business-Perspektive ist das das Schlauste, was sie machen können. Ich als Fan, und ja, ich bezeichne mich jetzt einfach mal als Fan, weil ich jahrelang Genshin auch Honkai Star Rail spiele, Zenless Zone lasse ich ja jetzt mal aus, bin einfach enttäuscht. Und das ist auch, glaube ich, mein gutes Recht, auch wenn ihr sagt, ja, man laber nicht. Aber ich hätte es cool gefunden, hätten die diese ganzen Einnahmen, diese ganze Expertise, die sie gesammelt haben in den letzten Jahren, diese ganze Beziehung, die sie auch mit Sony haben, wenn sie das einfach irgendwann mal nutzen würden für ein Singleplayer-Game oder für irgendein anderes Spiel, was halt mal kein Gacha-Game ist. Als Beispiel, die Macher von Nikkei haben Stellar Blade rausgebracht, was ein absolut grandioses Singleplayer-Game ist. Das traue ich HoYoVerse auch zu. Oder die Macher von Granblue Fantasy, dem Gacha-Game, was auch schon irgendwie jetzt 10 Jahre alt ist, die haben Granblue Fantasy Relink rausgebracht, einem Anime-Monster-Hunter-like tolles RPG, also Wahnsinn, was das für ein tolles Spiel ist. Auch das würde ich HoYoVerse zutrauen. Und HoYoVerse baut sich ja nun mal ein HoYoVerse. Der Name sagt es ja schon, es ist ein Universum mit HoYo-Charakteren, Genshin, HSR. Stell dir mal vor, ihr würdet diese ganzen Charts nehmen, das sag ich mal wie Nintendo mit Super Mario Kart oder halt Smash Brothers. Solche Games nur halt mit HoYo-Charakteren. Ich würde es cool finden und ich glaube, viele von euch würden das auch ultra nice finden, wenn HoYoVerse einfach irgendwann mal sagen würde, yo, der Hals ist voll mit den ganzen Gacha-Games, die wir jetzt haben und jetzt machen wir mal irgendwas anderes. Also mich würde eher interessieren und einfach nur, es wäre spannend zu sehen, was
möglich wäre, wenn HoYoverse einfach mal so ein bisschen umdenkt, diese Gacha-Schiene mal so einmal für ein Spiel zumindest mal verlässt und uns einfach mal zeigt, was können wir noch. Einfach mal die Eier auf den Tisch haut und sagt, wir können auch anders. Wir machen euch jetzt mal fertig und zeigen euch jetzt mal, wie das funktioniert. Weil das traue ich denen zu. Weil es ist ein gutes Studio, was qualitativ sehr gute Arbeit leistet. Und auch ihre Qualitätskontrolle ist mega nice, weil ich persönlich finde schon eher, dass ihre Spiele eher fehlerfrei sind. Auch wenn da hier und da mal Bugs sind. Auch vielleicht mal Bugs so wie Kaveh, der halt plötzlich das Universum gelöscht hat gefühlt. Aber es sind eher wirklich fehlerfreie Spiele, die sie bringen. Ich würde wirklich gerne mal sehen, was sie noch drauf haben. Also, ihr wisst nun Bescheid. Zenless Zone Zero für mich persönlich ein Skip. Teilt mir auf jeden Fall in den Kommentaren mit, wie ihr zu Zenless Zone Zero steht, was ihr vorhabt oder allgemein, auf welche Games freut ihr euch in naher Zukunft, wo ihr reingehen möchtet. Würde mich auch mal interessieren. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich verabschiede mich mit der alles entscheidenden Frage.